Herzlich willkommen, Andreas Lienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe und gleichzeitig Ladenbesitzer, Ladenfachgeschäft, Fitnessfachgeschäft, Herzen Fitnessstore in Karlsruhe. Da haben wir alles zum Thema funktionales Krafttraining, Herz-Kreislauf-Sport, Kardiosport. Und zwar vertreten wir folgende Firmen: Firma Kettler, Firma Maximum Finlow und die Firma Horizon Fitness und Vision Fitness. Von der Firma Kettler haben wir sämtliche Geräte hier, und zwar Kardiogeräte und Krafttrainingstationen. Und von der Firma Maximum Finlow haben wir zwei Geräte hier, zwei Krafttrainingstationen. Und von der Firma Vision und Horizon Fitness haben wir Crosstrainer und Laufbänder und virtuelles Laufen. Heute mit Clip zum Thema funktionales Krafttraining an der Maximum Finlow Trainingstation M4. Ich zeige euch mal, was man alles mit der Maschine machen kann. Super Teil. Und zwar bedingt durch die kleine Aufstellgröße hat man mit dem Teil natürlich im kleinsten Raum schon die Möglichkeit eines funktionalen Krafttrainings. Und zwar ein funktionales Krafttraining mit zig verschiedenen Varianten. Und zwar haben wir hier einmal auf der Seite einen höhenverstellbaren Kabelzug mit Auszug in beide Richtungen. Und zwar habe ich natürlich die Möglichkeit, hier einseitig zu arbeiten oder natürlich auch hier beidseitig, genauso wie natürlich dann der Zug von unten einstellen kann und dann natürlich auch die Möglichkeit hat, hier entweder bilateral jede Seite für sich oder natürlich auch gleichzeitig zig verschiedene Krafttrainingsvarianten für alle möglichen Muskelgruppen. Also man hat an dem Gerät die Möglichkeit, Bizep, Trizep, Schulter, hintere Schulter, vordere Schulter, seitliche Schulter, Unterarm, Vorderoberschenkel, hintere Oberschenkel, Po-Muskulatur, Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur und Beinmuskulatur zu trainieren. Und ich mache jetzt mal im Schnelldurchlauf sämtliche Übungen durch, was man hier alles machen kann. Und zwar fangen wir hier an, am höhenverstellbaren Kabelzug. Einmal die Möglichkeit natürlich hier unten durch freischwenkbare Rollen habe ich jetzt die Möglichkeit hier Seitheben für die seitliche Schultermuskulatur, genauso möglich vorgebeugte Seitheben für die hintere Schultermuskulatur und natürlich möglich das Frontheben für die vordere Schultermuskulatur, genauso wie es möglich ist, natürlich das Ganze gleichzeitig auszuführen und ganz toll am Gerät, bedingt durch die aufwendige Umlenkmechanik, habe ich hier die Möglichkeit, rückschlagfrei explosive, kontrollierte Bewegungen auszuführen. Toll für Sportarten, für Schlagsportarten wie Golf und wie Tennis. Gleichzeitig habe ich natürlich auch wieder, bedingt durch den Rollenmechanismus, ist es natürlich möglich, mit ganz geringem Anfanggewicht zu arbeiten. Jetzt kann ich natürlich solche Übungen ausführen wie die Rotatorenmanschette, Außenrotation genauso wie die Innenrotation. Perfekte Lösung. Die Ingenieure haben sich da wirklich was einfallen lassen durch die aufwendige Umlenkmechanik und durch hier die zig verschiedenen Höheneinstellungen habe ich hier Zugvarianten. Allein schon an diesem Teil, nur dieses Anbauteil, kann ich schon, wenn man sich auskennt, 60 verschiedene funktionale Krafttrainingsübungen ausführen. Und zwar zum Beispiel Rudervarianten, wie diese hier für den Rücken. Und die kann ich natürlich bedingt durch die Höhenverstellung natürlich auch in zig verschiedenen Einstellungen praktizieren und bedingt durch die freie Bewegung hier der Kabel ist es mir natürlich möglich, auch Rotationsbewegungen zu machen. Also hochfunktionales Krafttraining an einer Station. Ich muss mal gucken, ja, da haben wir natürlich noch mehr. Und zwar, wir können natürlich auch hier logischerweise den Trizep trainieren. In verschiedenen Varianten. Es ist die Kickback-Variante mit Einzelhandgriff. Genauso habe ich natürlich die Möglichkeit, hier diese Variante auszuführen. Zusätzlich habe ich natürlich die Möglichkeit, hier verschiedene
Bizepsübungen, wie zum Beispiel eine konzentrierte Übung für den Bizeps. Oder natürlich auch die frontale Variante mit Frontalbizepszug, auch sozusagen mit Drehung möglich. Hier kann ich perfekt die Kurzhandel-Curls nachempfinden. Und natürlich auch ohne Drehung die Hammer-Curls. Oder auch mit einer leichten Vorlage habe ich die Möglichkeit, hier wieder eine nächste Bizeps-Variante. Somit habe ich zig verschiedene Varianten, wie ich die einzelnen Muskelgruppen antrainieren kann. Was auch möglich ist, war natürlich noch, oder ist natürlich auch isoliertes Brusttraining für eine Seite. Hier habe ich die Möglichkeit, die Kabelzug-Flugvariante, fliegende Variante, was man natürlich auch im freien Kurzhandel machen kann, kann ich hier am Kabelzug machen und auch, wie schon gesagt, natürlich mit explosiver Bewegungsausführung, muss man natürlich für Schlagsportarten hervorragend, wie zum Beispiel Tennis, oder wer möchte, natürlich auch diese Variante fürs Golf. Also hier an dem Gerät allein schon im Kabelzug, der von anderen Firmen schon 2000 Euro mindestens kostet, habe ich die Möglichkeit, zig verschiedene Varianten zu machen, wie zum Beispiel auch Rotation. Außenrum, vierter Rumpf bleibt stabil und jetzt nur eine Rotation. Aus dem Oberkörper, seitliche Bauchmuskulatur. Rotationsmuskulatur, für viele Sportarten wichtig, die Golf und Tennis spielen. Dann hat man die Möglichkeit, über Zubehörteile, wie zum Beispiel hier, über eine SZ-Griff-Variante, kann ich natürlich relativ schnell das Ganze umbauen. Und habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel auch diese Bizeps-Curls mit einer durchgehenden Stange zu machen, somit natürlich nicht mehr bilateral, sondern jetzt ist es ein durchgehendes Gestänge. Und das Gleiche wäre natürlich auch möglich, zum Beispiel das aufrechte Rudern für die Trapezmuskulatur. Auch hier natürlich möglich, genauso wie ich hier die Möglichkeit habe, eine Bizeps-Variante auszuführen und last but not least kann ich natürlich hier auch eine Trizeps-Variante, Trizepsdrücken am Esse oder natürlich auch enges Bankdrücken nachempfunden. Also wie man sieht, wenn man sich hier auskennt, gibt es keine Grenzen. Unendlich viele Möglichkeiten. Und das war es noch nicht. Jetzt geht es erst los. Und zwar, jetzt legen wir erst los für die nächsten Varianten. Und das wäre jetzt hier die komplette Maschine. Hier haben wir die roten Griffe, Schnellspannvorstellung. Das heißt, ich habe hier relativ schnell die Möglichkeit, das ganze Gerät zu verändern. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, Füße aufzustellen. Wir haben eine schöne Ausbuchtung. Da kann ich mich reinlegen. Und jetzt vorgebeugtes Rudern für die Rückenmuskulatur mit einer Bruststütze. Einmal die Längsgriff-Variante. Immer darauf achten, schöne, gleichmäßige Bewegungsabläufe. Das Ganze bitte ohne Schwung ausführen und immer am Ende des exzentrischen Bewegungsablaufs einmal kurz anhalten. Somit ohne Umkehrschwung und somit hocheffizient. Einmal eine Rudervariante und natürlich hier Quergriff.
Nächste Rudervariante. Durch die Bruststütze habe ich die Möglichkeit, innerhalb von relativ kurzer Zeit den Winkel zu verändern. Hier kann ich natürlich auch den nächsten Funktionswinkel einstellen. Immer, wo ein roter Griff dran ist, ist natürlich was zu verstellen. Auch recht einfach in Sekundenschnelle. Jetzt etwas mehr den oberen Rücken akzentuiert, mehr Schulterblattmuskulatur, Schultergürtelmuskulatur oder das Ganze natürlich auch wieder mit einem sogenannten Längsgriff. Wie man sieht, in Sekundenschnelle umgebaut. Das gleiche kann man so stehen lassen. Hier oben habe ich die Möglichkeit, das geht jetzt mal schnell. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Zugvarianten, Latzugvarianten. Man kennt das vom Klimmzug, nicht jeder kann Klimmzug, hier kann ich einen Klimmzug simulieren und zwar in verschiedenen Griffweiten. Einmal eine sehr weite Griffweite, ich habe jetzt hier die Möglichkeit mit den Knien unter die Ausbuchtung mich zu fixieren und jetzt den Oberkörper leicht nach hinten zu legen und jetzt Zug bewegen aus den Armen mit einer sogenannten Einleitung übers Schulterblatt. Ganz tolle Möglichkeit, hier in dem Gerät durch die frei drehbaren Griffe natürlich auch noch mit einer Rotation zu arbeiten, somit Latissimus verlängern und dadurch einen längeren Kontraktionsweg. Einrotieren der Handgelenke, möglich. Parallelgriff, Handinnenflächen zeigen zueinander, möglich. Obergriff, möglich. Untergriff, möglich. So verschiedene Zig-Varianten. Genau das gleiche hier. Einmal einen Griff nach innen und schon habe ich die nächste Zugvariante. Eine etwas engere Zugvariante, auch in den verschiedenen Möglichkeiten. Parallelgriff, Rotation, Obergriff, mit oder ohne Rotation. Dann den Untergriff. Mit einer ganzen Rotation. Und natürlich ganz klar, ganz nach innen und eine enge Parallelgriffvariante. Auch wieder in diesen zig verschiedenen Möglichkeiten. Untergriff, Obergriff, Parallelgriff und mit Rotation. Sie sehen, also tipptopp Gerät, technisch hervorragend gelöst das Ganze. Die Techniker haben hier verdammt gute Arbeit geleistet und wir haben eine perfekte Verarbeitung. Nächste Übung, natürlich auch für die Brustmuskulatur verschiedene Druckübungen und für die Schulter natürlich auch verschiedene Druckübungen. So, jetzt hier natürlich den Sternspanngriff. Kann man natürlich auch der Kamera ein bisschen ranzoomen, damit man das auch mal besser sieht. So sieht man natürlich, innerhalb von ganz kurzer Zeit habe ich hier die verschiedenen Varianten eingestellt. Die hier sichtbar und noch eins zurück. So, dann lege ich mich hier rein, kann auch hier vorne die Füße abstützen. Dadurch habe ich eine Fixierung der Hüfte und jetzt habe ich hier Druckvarianten für die Brust. Einmal links und einmal das Ganze natürlich auch in der Quergriffvariante. Auch hier schnell mal zwei Möglichkeiten. Durch die verschiedenen Einstellungen habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Brust in verschiedenen Anteilen und zusätzlich Schulter- und Trizepsmuskulatur zu trainieren. Bei einer Grundübung, bei einer Druckübung ist natürlich immer Trizep, Brust und Schulter mit dabei. Je nachdem, wie steil man das stellt, hat man eine unterschiedliche Akzentuierung der einzelnen Muskelgruppen. Ich habe jetzt eine etwas steilere Einstellung.
Und auch hier habe ich die Möglichkeit, natürlich hier den Eintopf etwas zu verändern, sodass wir nicht gleich von vornherein schulterbedingstechnisch in eine Zwangslage kommen. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, da ist der Hub etwas zu gering, somit kann ich hier natürlich gleich frei nachstellen. Und schon habe ich einen größeren Vordehnungsweg. Und schon habe ich mehr Belastung auf der gesamten Muskelfaser. Noch einmal wichtig daran denken, ohne Umkehrschwung hier kurz anhalten. Nicht ganz in die submaximale Strecken gehen, kurz vor der maximalen Strecke aufhören. Und unter Belastung ausatmen. So wird schon vier verschiedene Varianten an verschiedenen Druckübungen. Das bedingt natürlich durch die Schnelleinstellung hier im Bereich des Rücksitzes der Rücklage. Genauso im Bereich der Bank, wenn man das sieht, dass man hier natürlich ändern kann. Und Arme ganz nach hinten, wieder auf die Nullposition. Und jetzt, ganz toll gelöst, perfekt gelöst. Und zwar, wenn man hier unten haben wir einen Hebel und jetzt drücke ich drauf und jetzt kann ich hier komplett das ganze Sitzelement nach außen fahren. Und jetzt ganz toll habe ich natürlich die Möglichkeit, hier oben in stehender Variante verschiedene Zugübungen zu machen. Koordinativ sehr anspruchsvoll, weil letztendlich die Rumpfmuskulatur mitarbeiten muss. Sehr anspruchsvoll das Ganze, auch natürlich wieder die verschiedenen Zugvarianten mit Rotation, Parallelgriff, Obergriff, Untergriff und natürlich auch wieder sehr schnell verstellt und natürlich dann wieder einen unterschiedlichen Zugwinkel. Noch was, was man machen kann, ganz toll, das bieten die allerwenigsten Fitnessgeräte überhaupt, selbst Fitnessstudio-Geräte sind zum Teil hier, was die Einstellungsvariante betrifft, sehr eingeschränkt. Hier haben wir es nicht. Und zwar, hier mal ganz schnell die Länge verändert. So, und schon, Achtung, habe ich die Möglichkeit, hier Kabelzüge für die Brust, fliegende Bewegung für die Brust, zusammen oder natürlich auch über Kreuz gezogen. Auch wieder verschiedene Möglichkeiten möglich, oberer Anteil, mittlerer Anteil, unterer Anteil. Das gleiche zum Beispiel, was kann ich noch im Stehen? Natürlich auch hier, ganz klar, sehr schnell verstellen und die Möglichkeit, hier den Trizeps zu trainieren, dem Stehen. Natürlich koordinativ super anspruchsvoll für Fortgeschrittene. Oder natürlich auch hier die Einarmvariante. Oder, machen wir wieder ganz kurz, ruckzuck, innerhalb von Sekunden ist das Ganze umgestellt auf eine kürzere Zugvariante. Und was kann ich machen? Ich habe hier die Möglichkeit, über Bizeps-Zugvarianten, natürlich koordinativ durch das freie Stehen sehr anspruchsvoll, weil man hier über die Rumpfmuskulatur stabilisieren muss. Aber das ist ja besonders wertvoll. Sie sehen, ich kann weitermachen. Ich habe am Ende habe noch mehr Übungen. Zwar hier wieder, das Ganze auf Ausgangsposition rastet automatisch ein. Den hier oben machen wir aus dem Weg. Und was haben wir hier? Für den vorderen Oberschenkel. Für das Drehen der Quadrizeps, vorderen Oberschenkel. Den Strecker. Fußspitzen anziehen, Oberkörper gerade. Hier haben wir zwei Halterungen. Festhalten. Und. Und jetzt kommt's. Sprinten. Rückschlagfrei. Hochdynamisches Training. Oder
natürlich auch klar, gleichzeitig. Aber bedingt, dass wir hier keine Verbindung haben, wie bei den 99% aller Geräte, trainiert man hier bilateral. Das heißt, jede Seite muss für sich arbeiten. Nicht die starke Seite übernimmt einen Anteil der schwachen Seite, sodass die schwache Seite immer weiterhin schwach bleibt. Das ist hier im Gerät möglich. Und da gibt es nicht viele Maschinen. Da ist die Finno Maximum M4 und M5 sind da perfekte Vorreiter. Und da wird es bald ein paar Nachahmer geben. Ich habe sie hier bei mir. Diese Geräte können bei mir getestet werden. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, hier in meinem Bereich, das ist ein Teil meiner Ausstellung, haben Sie die Möglichkeit, diese Geräte zu testen. Bringen Sie Ihre Sportsachen mit und haben Sie die Möglichkeit, hier sich mal eine halbe Stunde auszutoben. Das macht Ihnen die Kaufentscheidung definitiv leichter, weil spätestens, wenn Sie mal ein Gerät trainiert haben, bin ich überzeugt, dass es Ihnen so geht wie mir. Ich komme aus dem funktionalen Krafttraining, ich komme aus dem professionellen Fitnessstudio-Bereich. Und da war für mich immer das Problem, ein Fitnessgerät zu finden, das auf jeden Fall den Anspruch von mir erfüllt, sämtliche Übungen funktional auszuführen, wie im Fitnessstudio auch. Und da ist die Finno Maximum M4 und M5 ganz knapp dran. Perfekte Maschinen, super, für den kleinen Raum perfekt gelöst. Was ich noch vergessen habe, nicht zu vergessen. Wir haben ja noch was. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Möglichkeit, den Leibbeuger zu trainieren. Ganz einfach. Ich lege mich hier rein, halte mich hier rechts und links fest, Fußspitzen anziehen, Becken fixieren und Unterschenkel. Richtung Po, hier wird der Beinbeuger trainiert, hinterm Oberschenkel. Perfekt, die wenigsten Maschinen überhaupt bieten überhaupt ein Beinbeugertraining. Und vor allem so ein Beinbeugertraining, dass ich die Belastung auch am Beinbeuger spüre und nicht am unteren Rücken. Und das ist hier möglich. Ich kann natürlich die Neigung leicht verändern. Und somit habe ich natürlich hier den Vorteil, dass die Lendenwirbelsäule fixiert wird. Dass ich hier nicht in die Beckenkippung nach vorne falle. Also mir fällt, das würde Stunden Zeit in Anspruch nehmen, das Business-Detail zu klären. Weil die Maschine hat so eine Vielzahl von Übungen, dass ich sie auf der Fitnessmesse kennengelernt habe und dass ich sie dann direkt mir besorgt habe. Tolles Gerät, auch wenn jetzt eben dran schon der nächste Kunde nachfragt, wann er zur nächsten Stunde kommen kann. Ich glaube, das war mal für den Anfang ausreichend, was ich Ihnen an dem Gerät vorstellen habe. Wie schon gerade eben erwähnt, es müsste auch gleich wieder aufhören, gehe ich mal davon aus. Und wie schon gerade erklärt, Sie haben die Möglichkeit, dieses Gerät, das ist die M4, bei mir zu testen, vorher natürlich anmelden, dass sie kommt, damit auch der Raum frei ist, weil ich nutze natürlich auch diese Räumlichkeit für mein 1:1 Personal Training. Und somit, wenn Sie Interesse haben, kommen Sie vorbei, jederzeit anrufen für einen Termin vereinbaren und Sie haben die Möglichkeit, die Finlo Maximum Maschine zu testen. Und zwar einmal hier die M4 und schon die vorgestellte FT1. Das war's mal wieder. Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, Besitzer von Herz und Fitness Store, Vertrieb von funktionalen Krafttrainingsmaschinen und Kardiogeräten, wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Fitness, meine Aufgabe.